Herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die geheimnisvolle Welt Venedigs, die Metropole der Liebe. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr blitzschnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Deine, ich grüße dich. Deine Frage ist, ob sie treu ist. Sie ist noch verheiratet und du möchtest wissen, ob die beiden noch intim sind. Die Karte in die Mitte ist eine wichtige Botschaft. Diese Frau schaut die Sternenhimmel. Heißt auch diese Karte die Sternen. Und das bedeutet Glück. Bedeutet eventuell auch, dass alles in Sternen geschrieben ist. Also es ist kein Zufall. Und Richtung Himmel schauen ist in Verbindung zum Schöpfung, zum Göttlichen. Diese Karte beantwortet zwar nicht konkret deine Frage, aber zeigt, bleib im Vertrauen, weil das steht alles im guten Sterne und du brauchst dieses Glauben, vielleicht sie auch. Jetzt schauen wir dein Gegenwart an und das zeigt hier dieses Bild. Die Zahl 4 bedeutet deine Bedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Die Feuerelemente, natürlich auch die Leidenschaft, die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Wenn du hier diese Fröhlichkeit verspürst, dann fühlst du dich frei. Wenn du aber hier in die Mitte so bedrückt fühlst, dann bedeutet das für mich, dass du in die Enge getrieben fühlst, dass deine Hände gebunden sind und du weißt nicht, was du tun sollst, obwohl die Begeisterung da ist und du möchtest auch aktiv sein. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt diese Heilige. Das bedeutet erstens, dass ein Gottes Segen drauf ist auf diese Liebe, bedeutet auch das Glauben. Glaube an dir selbst, glaube an sie, glaube an diese Liebe, glaube auch an Gott, wende zum Gott und schau in die Sternen. Was liegt im Verborgenen, die Geheimnisse, zeigt hier dieses Bild. Und das bedeutet, es kommt alles in Bewegung. Das ist die Feuerelement und das ist aktiv, zeigt auch Begeisterung. Aber jetzt sofort einen Sprung zu machen nach vorne, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Das ergibt jetzt in die kommenden Monaten. Bis August klärt sich das alles auf. Und jetzt schauen wir ihr Gegenwart und das zeigt hier dieses Bild. Wieder die Feuerelement und das zeigt schon Leidenschaft. Das würde ein Hinweis sein nach Intimität. Aber schau mal das Bild an. Sie kämpft dagegen. Und das würde ich mal so erklären, dass ihr Mann das möchte. Und sie nicht. Und genau das zeigt auch dieses Bild hier. Sie ist stur und unbeweglich. Natürlich, die Münzen zeigen die Bedürfnisse nach Sicherheit und Stabilität, auch die Finanzen, finanzielle Stabilität. Und sie macht sehr viel Gedanken über Geld. Aber jetzt bezüglich auf die Partnerschaft, bezüglich auf die Leidenschaft, sie zieht sich komplett zurück. Und damit kann ich deine Frage beantworten, da läuft nichts. Er probiert und sie sagt nein. Und damit haben sie Streit.
und was sie möchte, worüber sie Gedanken macht, etwas festhalten. Und das ist ihre Bedürfnis nach Sicherheit, Stabilität oder vielleicht wegen die Finanzen. Aber weil sie hier Stress haben, was löst das aus? Das ist noch ein Geheimnis, aber hier ist sichtbar. Das ist die Trennung. Das sind Umbrüche und Veränderungen. Und das ergibt sich in die nächste Zeit zwischen den beiden. Du hast direkt damit jetzt nichts zu tun. Natürlich löst das aus, dass ihr Gefühle füreinander habt. Klar, aber diese Thematik spielt sich zwischen den beiden ab. Und damit kann ich deine Frage beantworten. Sie geht nicht fremd. Nicht mal mit ihrem Mann. Und jetzt klären wir die Gefühle mit diesen Gefühlsklärungskarten. Ich bin das zuverlässliche Glühwürmchen. Ich glaube ganz fest, dass alles gut wird. Ich bin sicher, dass es eine Lösung gibt. Dieser Glaube versetzt Berge. Und genau das zeigt hier dieses Bild auch. Liebe Daine, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.